Unser Gehirn besteht aus mehreren Milliarden an Nervenzellen, die wiederum mit mehreren Billionen Verbindungen miteinander verknüpft sind und miteinander interagieren. Unsere Forschung untersucht nun, wie diese komplexen Netzwerke gebildet werden, damit sie diese komplexen Handlungen, Wahrnehmungsprozesse zustande bringen. Also mich begeistert ganz besonders der Zusammenhang zwischen biologischen Prozessen und psychischen Prozessen. Wie entsteht aus der Biochemie des Gehirns das, was wir als Erleben und Verhalten beobachten können? Wenn frühkindliches Lernen die Grenzen für Lernen im Erwachsenenalter setzt, dann bedeutet das, dass bei Entscheidungen, zum Beispiel bezüglich unseres Bildungssystems, immer die gesamte Lebensspanne im Auge behalten werden muss.